Ja, hallo. Der Ralf und der Thor heute wieder von Defi.jetzt zur Ausgabe 37. Wir haben uns heute den Alex und den Daniel von der Deutschen Telekom eingeladen und sie geben uns heute eine Einführung in die Staking-Lösung der Deutschen Telekom. Ja, Alex, wir kennen uns ja jetzt schon seit 2016, sind ja so unterwegs und Daniel, wir kennen uns, glaube ich, seit 2020. Du warst ja auch schon mal bei mir im Meetup und Alex organisiert das ja auch mit. Aber Alex, erzähl du doch mal oder erzähl doch beide mal, wie seid ihr denn zu Krypto gekommen? Wie hat euer Krypto-Werdegang begonnen? Jo, dann würde ich mal anfangen. Erstmal hallo in die Runde. Genau, mein Name ist Alexander Ebeling, gerne Alex. Ich wohne in Dresden, arbeite bei der T-Systems und bin vom akademischen Hintergrund eigentlich Volkswirt. Und das ist nämlich auch der Punkt gewesen, wie ich zu Krypto oder wie ich generell zu Blockchain gekommen bin. Tatsächlich war es 2016 und zwar war ich gerade dabei mit einem anderen Kommilitonen eine ja, Facharbeit und dann auch später eine Masterarbeit zum Thema Performativität im Bitcoin-Netzwerk zu schreiben. Und dann kamen wir in der ja, Recherche zu Bitcoin auf das Thema Ethereum und dann auch auf das Thema The DAO. Es war natürlich sehr spannend, was dort passiert ist und was da anders lief. Wir haben es versucht zu verstehen, insbesondere ich wollte es immer mehr verstehen, was dahinter passiert, wie das abläuft, wie sowas möglich ist. War parallel glücklicherweise Werkstudent in der T-Systems Multimedia Solutions in Dresden. War dort auf der Suche nach jemandem, der mir das erklären kann, und bin dann glücklicherweise auf ein paar Verrückte getroffen, also auf Ralf, damals noch Lutschkan und Patrick. Daniel, ganz interessant, die waren also auch 2016 schon mit dabei. Und da hat sich dann so eine kleine Truppe gebildet. Wir wurden gegenseitig aufgeschlaut oder ich wurde sehr enorm viel aufgeschlaut, was auch von der Technologieseite da mit sich bringt. Und das war sozusagen mein Anfangspunkt. Glücklicherweise dann der Kontakt relativ schnell von Ralf auch Richtung Christoph Jentsch oder Jens Sprüder. Dann aber auch im Meetup hier in Dresden relativ schnell der Kontakt zu Johannes Pfeffer. Und ich glaube, so hat sich das dann hier so eine ganz coole Truppe gebildet, die dann hier auch dann das Meetup mit hochgezogen hat und mitgegründet haben. Das auch dann weiter organisieren. Ja, das war sozusagen mein Punkt, wie ich zu Blockchain und Krypto gekommen bin. Also gar nicht unbedingt über Krypto und Bitcoin über den Anstieg, sondern eher so wirklich von der Technologie und The DAO war es tatsächlich. Und dann parallel konnte ich das dann, habe ich dann sozusagen meine Chefs so lange genervt in der T-Systems, dass ich mich dann auch hauptberuflich damit zu 100% beschäftigen durfte. Ja, dabei bin ich immer noch geblieben und auch immer noch in der Firma. Genau. Ja, Daniel, wie ist das bei dir gewesen? Ja, genau. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Daniel Schrader, bin auch bei der T-Systems MMS unterwegs und mein akademischer Hintergrund ist eher das Thema Legal und Accounting. War bei PwC in der Wirtschaftsprüfung tätig und habe mich während des Studiums in dem Bereich und auch bei der Arbeit der nebenbei ein bisschen gelangweilt. Oder ich fand dieses ganze Thema halt irgendwie nicht so spannend, ja, in die Vergangenheit zu schauen und zu schauen, okay, sondern wollte lieber nach vorne schauen und war auf der Suche nach neuen Technologien, schon immer sehr technologieaffin. Und dann gab es zufällig, bin ich in eine Nachmittagsveranstaltung auf dem Campus gekommen. Ich bin da eigentlich nur reingegangen, weil es Häppchen gab. Und da wurde Bitcoin vorgestellt. Und das hat mich von Anfang an direkt gecatcht. Habe mich dann während dem Studium eigentlich in meiner Freizeit nur mit dem Thema Bitcoin und Krypto auseinandergesetzt. Habe Mastering Bitcoin, Mastering Ethereum durchgelesen, durcharbeitet und war dann auf verschiedenen Hackathons unterwegs zu dem Thema und habe dann auch an der University of Nicosia bei dem Andreas Antonopoulos erste Fortbildung und dann halt auch den Master gemacht. Und genau, jetzt bin ich seit gut 1,5 Jahren bei der T-Systems und setze mich insbesondere mit dem Thema Staking, aber auch DeFi auseinander. Und deswegen bin ich sehr froh, hier jetzt dabei zu sein und über diese Themen zu sprechen. Der Ralf hat es natürlich wieder überschlagen. Was war denn so der erste Computer, zu dem ihr beiden Zugang hattet? Vielleicht Daniel, du zuerst. Ich bin ja noch ein bisschen jünger. Bei mir war es einfach, den ersten
Laptop habe ich damals in der 5., 6. Klasse gekauft. Ich glaube, es war ein Lenovo. Ja, und habe darauf Games gezockt. Also, glaube ich, da sind ja andere Leute, die deutlich früher in die Computer eingestiegen sind als ich. Alex? Ja, mein erster Zugang zum Computer war der Computer von meinem Vater, der in unserem zweiten Wohnzimmer stand. Windows 95 lief drauf. Und wir haben ihn aber eher genutzt, um, ich glaube, es waren die Olympischen Winterspiele Ende der 90er. Also es müsste so 1998 gewesen sein. Oder doch, so 1998, 2000, so um den Dreh, genau. Und das war der erste Zugang. Aber tatsächlich nie wirklich Programmierzugang, sondern eher tatsächlich den Computer genutzt für Spiele. Ich denke mal, es ist bei den meisten über Spiele. Und ihr hattet vorhin schon das Stichwort gebracht, dezentrale Finanzen. Was denn eure Definition von DeFi? Daniel, du nix, darfst gleich anfangen. Alles klar, ja, also dezentrale Finanzwelt, ja, das verbinde ich damit, die zentralen Instanzen und das zentrale System, das wir derzeit haben, in gewisser Weise, dass es dazu das erste Mal eine Konkurrenz gibt. Ich sag's mal so, ich glaube persönlich nicht, dass DeFi die derzeitige zentrale Welt komplett ablösen kann oder wird, sondern dass es da eine gewisse Koexistenz in Zukunft geben wird. Aber ich verbinde damit insbesondere das Thema Lending und Borrowing und die dezentralen Börsen und alle Protokolle, die darauf aufbauend entstanden sind. Und jetzt in den letzten halben Jahr geht es auch ganz viel um das Thema DeFi 2.0, also sozusagen nochmal der nächste Step, wie Protokolle, die wiederum auf den derzeitigen DeFi-Protokollen aufbauen. Ja, also grundsätzlich eine Dezentralisierung des Finanzsystems, so wie es der Name eigentlich auch schon sagt. Und Alex, wie definierst du das, DeFi? Deckungsgleich, aber ich würde vielleicht noch in eine Richtung anders gehen. Ich würde eher von der Historie gucken. Ich würde als DeFi eher sehen, die Verbindung von so klassischen Legacy-Finanzkonzepten, aber auch Finanzprodukten, Daniel hatte gerade auch schon ein paar genannt, mit der Blockchain-Technologie, die ja dann quasi darunter liegt. Also klar, sowas wie Lending, aber auch Payment. Ich sehe DeFi auch Payment, also alle Finanzprodukte, Finanzkonzepte, die wir halt so kennen, die in der klassischen Welt bei Universalbanken und auch bei Investmentbanken zu finden sind, dass die sozusagen nicht mehr zentral über die intermediäre Banken oder Finanzdienstleister oder Investmentbanken abgewickelt werden, sondern dass es das über die Blockchain möglich ist. Stellt euch vor, ihr würdet jeder von euch beiden würde von uns 1.000 Euro bekommen. Wie würdet ihr sie tauschen? Damit ist nicht nur Krypto gemeint, sondern ja, würdet ihr die vielleicht auch anders anlegen? Das ist eine sehr spannende Frage und bei 1.000 Euro lohnt sich ja eine gewisse Diversifikation gar nicht. Aufgrund von Transaktionsgebühren und Ähnliches. Ich finde das ganze Thema Liquid Staking derzeit sehr interessant. Also Protokolle wie Lido, Stakewise, jetzt auch bald Rocket Pool. Das finde ich einen sehr interessanten Bereich. Da würde ich was investieren. Und ansonsten verschiedene DeFi-Protokolle, die in dem Bereich unterwegs sind. Müsste ich mich genauer mit auseinandersetzen, was ich da jetzt konkret wählen würde. Aber für mich das Thema Liquid Staking und DeFi, die Themen, die derzeit sehr interessant sind. Und ich bin ein bisschen konventioneller. Vielleicht, weil ich auch denke, okay, so ein Portfolio-Mix auf die 1.000 auch schon draufgesetzt. Ich würde 500 Euro in Krypto anlegen, also in unterschiedliche Krypto-Protokolle oder Krypto-Coins. Klar, Mehrzahl Ethereum als auch immer noch Bitcoin, aber auch ein paar Ethereum-Tokens, wie zum Beispiel Barnbridge, finde ich gerade sehr interessant. Das wäre dann zum Beispiel so eine Richtung, wo ich in diese 500 Euro da so ein bisschen, also sag ich mal, für mich sichere Kryptoassets wie Bitcoin und Ethereum und dann so ein paar hochspekulative, die da dann zum Teilen. Und die anderen 500 Euro würde ich tatsächlich in Rohstoffe, die Hälfte davon, also 25% Rohstoffe und 25% Aktien. Und Rohstoffe, sowas wie Aluminium, das, was im Moment gerade verdammt knapp ist, bin ich die ganze Zeit schon auf der Suche nach einem Aluminium- und Magnesium-ETF, der kostengünstig ist, genau. So, welche Kryptoassets findet ihr gut? Mario sagt schon, Alexander, willst du gleich weitermachen? Absolut übergeordnet finde ich halt immer noch Bitcoin, absolut genial, einfach perfekt, stabil, never touch a running system, da weiß man, was man hat.
die knallen da mit keinen Updates durch, finde ich einfach super. Und auch so, dass das System und das Protokoll, wie das designt ist und auch die Struktur und auch die Spieltheorie ist, ich finde es super. Von daher, ich finde das wirklich gut, einfach auch, weil es schon so lange gibt, weil es einfach eine unglaublich hohe Uptime hat. Geil. So, als zweites dann Ethereum, einfach weil sie das Prinzip von einer dezentralen virtuellen Maschine einfach am weitesten auch getrieben haben, weil die Community da, die stärkste Community dahinter ist, dass sie diesen Open-Source-Gedanken so weiter treiben. Und ich vertraue auch immer den Projekten oder den Assets, wo halt auch die Leute mit starken Kompetenzen und Expertisen dabei sind. Und das sieht man bei Ethereum einfach über, also das ist überproportional, was dort an Human Resources, sage ich mal, hintersteht. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also deswegen die beiden ganz weit vorne. Und als drittes, wenn ich sage jetzt einfach mal, ich würde jetzt mal drei auswählen, finde ich als drittes noch einen anonymen Coin, ganz interessant. Also anonym Asset, Crypto Asset so. Und das, da würde ich tatsächlich dann auch Monero nehmen. Einfach Monero irgendwie gerade gar nicht so ein Riesenhype so. Und Monero, glaube ich, auch von der Steigerungsrate. Ich glaube, stagniert eher, ist aber ja auch nicht schlimm, weil Monero halt einfach einen Anwendungsfall hat und das ist anonymes Bezahlen. Deswegen die drei. Aus meiner Sicht ist Ethereum auch immer noch ein extrem spannendes und trotz seinem Alter sehr interessantes Asset. Wie Alex gerade schon meinte, die Entwickleranzahl und Aktivität ist einfach enorm dort. Es wird extrem viel Innovation dort betrieben. Die meisten DeFi-Protokolle gibt es zuerst auf Ethereum oder jetzt den Layer 2 Solutions und werden dann halt zu anderen kopiert. Das findet wenig Innovation von meinem Wissensstand jetzt direkt auf anderen Protokollen statt, sondern der Großteil der Innovation findet immer noch dort statt. Deswegen Ethereum für mich eins der Top-Ökosysteme. Ansonsten finde ich das ganze Thema Interoperabilität sehr interessant, also Polkadot und Cosmos. Polkadot jetzt mit den Parachains, mit sehr vielen spannenden Protokollen und Projekten, die da jetzt auch tatsächlich auf Polkadot kommen Ende des Jahres. Und auch auf Cosmos sieht man jetzt immer mehr Aktivitäten. Also das sind für mich auch Ökosysteme, die interessant sind, obwohl sie doch auch schon etwas betagter sind im Vergleich zu anderen Netzwerken, immer noch hochinteressant. Nun seid ihr ja beide bei T-Systems und wir hatten es ja vorhin gefragt, seit wann hat denn die Deutsche Telekom jetzt entschieden, so tief in das Thema Krypto bzw. auch Blockchain-Technologie einzusteigen? Und seit wann ist man wirklich mit Projekten in der Umsetzung, die auch praktischen Produktionen sind, im Einsatz? Vielleicht starte ich da mal und Daniel kann dann nochmal ergänzen, wenn es richtig tief geht oder wann es dann richtig losging. Ich würde behaupten, zwar Anfang 2017 so richtig. Und zwar dort haben wir T-Systems Multimedia Solutions, weiß noch, auf der CeBIT und auf der Hannover Messe jeweils das erste Mal versucht, die Blockchain-Technologie in ein in ein greifbares Beispiel zu bringen. Ganz klassisch damals, so Low-Hanging Food Supply Chain, aber damals auch schon in die Richtung so Produktionszyklen steuern, damit so dezentrale Produktionszyklen. Das war so der, ich sag mal, wirklich der Punkt, wo wir uns als Telekom, wo auch erstmal die Aufmerksamkeit da war, weil auch bei so einer Messe, klar, CeBIT, Hannover Messe, auch unser Management rumläuft, sich das auch anguckt, sich das erklären lässt. Und das war dann für viele erstmal, na klar, böhmische Dörfer, aber dann ging das dann langsam los. Das heißt, der Hype, der dann auch 2017 entstanden ist und 2018, ICO-Bubble, glaube ich, 2018, ist dann, da waren wir schon am Anfang mit dabei. Am Anfang eher noch mit keiner großen ganzheitlichen Strategie, sondern eher immer noch von uns sozusagen getrieben, von natürlich Systems Multimedia Solutions, sozusagen von bottom up, also von unten Richtung, immer Richtung Kunde gedacht, okay, was sind Anwendungsfälle, wo sehen wir Geschäft, wo sehen wir Projektgeschäft, Beratungsgeschäft, aber auch Implementierungsgeschäft für Proof of Concept in damaligen Status. Das war so damals, sage ich mal, unser täglich Brot und damit haben wir sicher auch ganz gut Aufmerksamkeit geschaffen. In der Telekom ist es dann richtig losgetreten, 2018. Und zwar wurde dort im Sommer 2018 dann bei den TLEF, Telekom Laboratories, auch Blockchain Center, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das hieß danach, das Blockchain Center sozusagen gegründet, mit einem Head of Blockchain, dem John Kalian, der dann extra sozusagen dafür aus Amerika nicht angeworben, aber auf jeden Fall da in die Rolle gekommen ist, in die Position gekommen ist und um das Blockchain-Thema auch von der Telekom-Warte
zu treiben. Man muss sich vorstellen, wir von der T-System treiben das auch eher kundenseitig, also B2B. Ne? Unsere Kunden sind sowohl klar die Telekom, aber auch unsere Kunden, also Automotive, Public Sektor, Versicherung, Finanzen. Das heißt, wir gucken weniger auf unsere internen Systeme oder weniger auch im Telekommunikationsumfeld, was sich da machen lässt. Die Telekom, damals dann halt auch in den T-Labs, der John Kalin, die haben auch mehr geguckt, okay, was ist unsere Value Proposition im Telekommunikationsumfeld und wo lässt sich Blockchain dort halt auch anwenden. Das heißt, das war sowohl also in der Tele, also in der T-System 2017 und in der Telekom 2018 so der Punkt, wo wir uns wirklich richtig damit beschäftigt haben. Und ich würde sagen, über die Dauer hinweg auch immer wieder in unterschiedlicher Mannstärke. Auch klar, wir reiten auch mit dem Gartner Hype Cycle mit. Die Telekom selber hat das Thema Blockchain jetzt seit einem Jahr, anderthalb Jahren in den T-Labs nicht mehr verortet. Das heißt, dort ist diese Organisation, die Virtual Organisation auch aufgelöst worden. Aktuell treiben wir das also immer noch als Competence Center, sozusagen, wir nennen es dann Blockchain Solution Center, haben das sozusagen vor zwei Jahren so auch genannt. Wir sind sozusagen dann das Center of Excellence für alle Themen rund um Blockchain innerhalb der Deutschen Telekom. Und vielleicht kann Daniel dann nochmal ein Stichwort zum Thema Staking auch sagen, wann wir uns da sozusagen, wann wir gesagt haben, okay, das ist jetzt ein Bereich, wo wir uns mit beschäftigen sollen. Genau, das geht dann vielleicht auch schon langsam in die zweite Frage über. Alex meinte gerade auch schon am Anfang sehr viel das Thema, wie können wir die Blockchain-Technologie nutzen, um unseren Kunden einen Mehrwert zu bringen. Also da ging es sehr viel um Private Blockchain-Projekte, die wir umgesetzt haben. Und dann fing es bei uns an, mit einer Weiterentwicklung aus unserer Sicht von dem Gedanken, wir müssen unseren Kunden mit unseren Kunden Projekte machen, hinzu, was können wir im Public Blockchain Bereich machen? Und da hatten wir viele verschiedene Ideen und da hat sich dann ziemlich klar das Thema Staking und Infrastrukturbereitstellung für verschiedene Blockchain Lösungen herauskristallisiert, was aus unserer Sicht auch letztendlich eine Fortschreibung der Historie der Deutschen Telekom ist. Denn die Deutsche Telekom hat vor ungefähr 120 Jahren damals noch Deutsche Post oder eine andere Art von Institution angefangen, die Telefonkabel zu legen und damit die Infrastruktur für das Telefon bereitgestellt. Also hat letztendlich ermöglicht, dass Informationen ausgetauscht wurden oder erstmal Kommunikation at Scale ermöglicht wurde. Man muss keine Briefe mehr schreiben, sondern man konnte zum Hörer greifen. Und die nächste Iteration der Technologie war dann das Internet. Da auch dort haben wir wiederum die Infrastruktur bereitgestellt in Form von mehr oder weniger Glasfaser heutzutage oder den Datencentern, den Clouds und haben letztendlich dort Kommunikation at Scale möglich gemacht. Und unsere Vision ist und war, diese Art von Infrastruktur nun auch für Blockchain-Netzwerke zur Verfügung zu stellen. Und die Infrastruktur, die für Blockchain-Netzwerke notwendig sind, sind Nodes, Netzwerknoten, Validatoren, Blockproducer, wie auch immer das jeweilige Netzwerk es nennt. Letztendlich braucht jede Blockchain eine Art von Infrastruktur, um funktionieren zu können. Und genau diese Art von Weiterentwicklung haben wir dann durchschritten. Da war sehr viel interne Kommunikation notwendig und auch Kampf, um das möglich zu machen. Da kommen wir gleich bestimmt noch mal näher drauf. Aber das war sozusagen diese Weiterentwicklung, haben dann Mitte letzten Jahres, also Mitte 2020, sind wir mit unserem ersten Node of Chainlink live gegangen. Und der Höhepunkt war dann April diesen Jahres ungefähr, wo dann die Deutsche Telekom ihr erstes Token-Investment in Celo gemacht hat, wodurch wir in den letzten eineinhalb Jahren uns klar auch innerhalb des Blockchain Solution Centers dahin entwickelt haben, weg von den Private Blockchain Solution hin zu den Public Blockchain. Genau, das ist sozusagen auch das Thema, wie tief ist die T bisher da drinnen involviert. Wir haben letztendlich Education im gesamten Konzern zu diesem Thema gemacht und der Höhepunkt war dann das Investment im April diesen Jahres. Daniel, du, es ist ja so, dass, wenn du sagst, Infrastrukturbetreiber, also sprich Staking-Validatoren, dann ist es so, wenn du das machst, dann muss man sich ja sehr tief in die jeweilige Chain-Technologie, sei es jetzt Celo oder nehmen wir mal ein Ethereum 2 und so weiter, einsteigen, einlesen. Man muss das gut für Bestends verstehen. Jegliche Weiterentwicklung, die ja sehr rasant sind, muss man auch mittragen oder man muss auf der Höhe der Zeit sein. Wie habt ihr denn dort ausgewählt, welche der Chain-Technologien ihr
jetzt derzeit oder als erstes unterstützt. Und ich gehe davon aus, dass ihr da auch noch eine Roadmap habt, also etwas vorhabt, noch weiter da zu bauen. Nach welchen Kriterien wählt ihr die Chains aus, die ihr dort im infrastrukturellen Bereich für Staking, vielleicht noch, was weiß ich, was da noch alles kommt? Also wonach, was sind eure Kriterien? Ja, also vielleicht ist es am einfachsten, wenn ich ein bisschen darlege, warum wir uns für die Chains entschieden haben, die wir bisher unterstützen. Chainlink war für uns in gewisser Weise ein low-hanging fruit und in gewisser Weise auch nicht ganz so komplex wie die Validatoren auf den anderen Chains, die wir jetzt noch unterstützen. Denn bei Chainlink sind wir Datenbereitsteller. Chainlink, ein dezentrales Oracle-Protokoll, wo wir mittlerweile einer der größten Data-Provider für sind. Das heißt, wir stellen verschiedene Arten von Preisdaten zur Verfügung, diesem Netzwerk. Und das war für uns der erste Test, überhaupt unsere Ausgaben und unsere Einkünfte in Form von Tokens zu realisieren. Denn bei Chainlink ist es so, Chainlink ist ja letztendlich ein sehr komplexer Smart Contract auf der Ethereum-Chain, mittlerweile auch auf vielen anderen. Bedeutet also, man braucht Ether, um mit diesem Smart Contract zu interagieren, wenn man dort die Transaktionen hinschickt und dann wird man dafür belohnt in Chainlink. Das war von der technischen Seite für uns der erste richtige Schritt, weil es da nicht so stark um das Thema Slashing, Uptime und Ähnliches geht, sondern man erbringt einen Service und wird in einer anderen Währung als bisher bekannt belohnt. Das war sozusagen für uns der erste Test, um das Ganze mal auszuprobieren, und das hat sehr gut funktioniert. Das zweite war dann das Thema Flow. Flow, insbesondere bekannt durch NBA Top Shots, also eine Layer One Solution von Dapper Labs, die sich insbesondere auf das Thema NFTs spezialisiert hat. Wir hatten sehr früh sehr gute Kontakte zu Dapper Labs, die uns ja da angesprochen haben, also auch von deren Seite. Wir haben sehr schnell verstanden, was es für einen Mehrwert bringen kann, wenn wir die Infrastruktur bereitstellen, und haben dadurch auch ja schon sehr früh an dem Thema NFTs, dem Hype diesen Jahres, profitieren können. Genau, das war für uns ja eine Lösung, weil wir sehr gute Kontakte hatten und da auch einfach einen guten Deal mit der Dapper Labs uns zur Verfügung stand. Und jetzt bei Celo, da haben wir den größeren Case dann gebaut. Da ging es dann nicht mehr nur um uns als T-Systems, sondern es ging um den Case für die gesamte Deutsche Telekom. Celo ist eine Mobile-First Layer One Solution, die VM-compatible ist und die letztendlich die Vision haben, DeFi-Produkte in der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen. Und insbesondere dieser Mobile-First-Ansatz, letztendlich kann man seine On-Chain-Adresse mit einer Telefonnummer verbinden, war für uns der ausschlaggebende Punkt, um uns dort als Telekom zu engagieren und nicht nur in Form von Infrastruktur, sondern auch in Form von Investment, das dann durch die Deutsche Telekom direkt organisiert wurde, und die Deutsche Telekom an sich hat dort investiert. Und wenn es jetzt um das Thema Zukunft geht, es steht bei uns auf der Roadmap insbesondere die großen Proof-of-Stake-Netzwerke, also Polkadot, ETH 2.0, Solana, weil das aus Business-Sicht die deutlich interessanteren Netzwerke sind. Umso höher das Market Cap, umso höher auch die potenzielle Delegation an unsere Validatoren. Und andererseits, wenn man sich Staking Provider nennen möchte, dann muss man auch die großen Proof-of-Stake-Netzwerke supporten. Also das steht für uns im nächsten halben Jahr auf der Roadmap. Mhm. Gerade weil du jetzt die letzten drei, die du ansprachst, Solana, gut, Ethereum 2 auch und Polkadot. Bei Solana weiß ich, dass die Validating Nodes ziemlich leistungsstark sein müssen. Ja? Bei Ethereum reicht es eigentlich, wenn du mit einem Raspberry Pi arbeitest und möglichst viele parallel, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Validator auch mal drankommt in dem Auswahlverfahren, so habe ich es verstanden. Weil das ja auch ein bisschen mit Zufallsgenerator funktioniert und nicht nur mit der Höhe des Stakes. Wie sind denn da die Implementierungsstrategien für die drei genannten bei euch? Also sprich, nach welcher Art werdet ihr die Verteilung der Validatoren auswählen? Also du sprachst die unterschiedlichen Anforderungen der Validatoren an. Also das Schöne ist, wir als Deutsche Telekom haben ja unsere eigenen
Data Centers. Wir haben unsere eigene Cloud-Lösung, die wir selbstverständlich auch benutzen und damit auch einen zusätzlichen Grad an Dezentralisierung den verschiedenen Netzwerken zur Verfügung stellen. Denn wenn man ehrlich ist, die Großteil der Validatoren, die man so kennt, lassen ihre Systeme auf AWS, Azure und Google laufen. Und da bringen wir auf jeden Fall nochmal einen zusätzlichen Grad an Dezentralisierung mit. Wenn es jetzt um die konkrete Umsetzung geht, bei Solana sind die Anforderungen einfach andere, aber auch bei ETH sind die Anforderungen in gewisser Weise hoch, denn damit es sich lohnt, ETH-Validatoren laufen zu lassen als Deutsche Telekom, reicht es nicht 10 laufen zu lassen, sondern man muss halt Hunderte oder Tausende laufen lassen. Und auch dort schauen wir uns die verschiedenen Liquid Staking Solutions an. Und genau, also jedes Netzwerk hat seine ganz anderen Anforderungen und eine andere Art von Komplexität. Und das Schöne ist, dass wir Jahrzehnte von Erfahrung haben im Bereich IT-Infrastrukturbereitstellung, weil wir sowas halt schon sehr lange auch für das Internet machen und verschiedene Cloud-Lösungen in anderen Projekten umsetzen. Von daher haben wir die Experten bei uns an Bord, die in der Lage sind, sowas dann umzusetzen. Mhm. Ja, ich privat habe zum Beispiel 10 Raspberry Pis, 4 laufen, die jeweils 32 Es halten. Das ist auch fein. Ja, also ich bin da nicht schlimm dran. Ich verrate nicht, wo die stehen. Natürlich nicht in meiner Wohnung, ne? Aber es läuft. Ralf, bevor du jetzt verrätst, dass sie bei dir im Keller stehen, Daniel, ich habe jetzt noch 2 Fragen. Die erste Frage ist, welche Preisdaten bekommt ihr? Wo kommt ihr die her? Und wie macht ihr das? Das ist jetzt die zweite Frage. Wie macht ihr das mit den Vergütungen? Weil die müsst ihr ja irgendwo auch wieder über komplizierte Wege in Euro zurücktauschen. Ja, gerne. Dann erstmal zur ersten Frage. Genau, du hattest es gerade schon gesagt. Wir stellen insbesondere Preisdaten zur Verfügung. Derzeit spezialisiert sich Chainlink noch insbesondere auf das Thema Preisdaten. Das sind auch die Daten, die in dem Ökosystem am meisten gebraucht werden. Alle großen DeFi-Protokolle greifen auf die Daten von Chainlink zurück, um sich entsprechend abzusichern, dass die Daten, die sie dort benutzen, auch dezentral verifiziert worden sind. Und diese Daten kaufen wir entsprechend bei verschiedenen API-Providern ein, wie Kaiko, CoinMarketCap, CoinGecko, CryptoCompare. Da gibt es verschiedene Anbieter, die wir dafür benutzen und speisen diese dann in das Chainlink-Netzwerk über das Ethereum-Netzwerk ein. Und da sind wir schon bei dem Thema, dafür brauchen wir Ether. Ether brauchen wir als Transaktionsgebühr, um überhaupt mit dem Chainlink Smart Contract interagieren zu können. Und diese Ether müssen wir im Vorhinein einkaufen. Wir haben da ein gutes Konstrukt gefunden mit dem Bankhaus Scheich aus Frankfurt und dem Verwahrdienstleister Finoa aus Berlin, mit dem wir da zusammenarbeiten, wodurch wir unsere Ether verwahren und einkaufen können. Und diese Ether geben wir dann in Form von Transaktionsgebühren aus, geben damit dem Chainlink-Netzwerk einen Mehrwert in Form von unseren Daten und werden dafür in Form von Link-Tokens belohnt. Und auch diese Link-Tokens müssen wir dann wiederum verkaufen über Finoa und Bankhaus Scheich, um letztendlich einen Umsatz bei uns zu haben, um unsere Ether, aber auch natürlich unsere Personal- und Infrastrukturkosten zu bezahlen und haben letztendlich einen Revenue in Kryptowährungen, die wir dann entsprechend umtauschen. Und genau das war auch die große Herausforderung, das ganze Thema umzusetzen. Ralf meinte vorhin schon, er lässt bei sich vielleicht im Keller oder auch woanders seine Raspberry Pis laufen für die ETH-Validatoren. Klar, wir haben da ein anderes Setup, wir nutzen unsere eigene Cloud, wir haben 24/7 Rufbereitschaft und ähnliches, aber von der technischen Komplexität ist das etwas, was unser täglich Brot über Jahrzehnte war, IT-Infrastruktur laufen zu lassen. Und das Thema mit Kryptowährungen umzugehen, buchhalterisch, steuerlich, zu schauen, ob das überhaupt compliant ist und sich dort auch von gewissen Finanzdienstleistungen abzugrenzen, insbesondere beim Thema Staking, war für uns die große Herausforderung im Konzern. Und das ist auch das, wo wir uns derzeit an vorderster Front sehen, dort diesen Weg schon gegangen zu sein, als Konzern
die Möglichkeit zu haben, mit diesen neuen Art von Assets interagieren zu können. Dann insbesondere beim Staking kommt ja die IT-Infrastrukturbereitstellung und der Financial Service sehr stark zusammen. Letztendlich lässt man eine IT laufen und ermöglicht damit anderen eine Rendite und sich dort entsprechend von Finanzdienstleistungen und Ähnlichem abzugrenzen. Das war für uns eine große Herausforderung, die wir aber erfolgreich gemeistert haben. Ja, das glaube ich. Da habe ich noch gleich ein paar weitere Fragen, die sich da wieder anschließen. Seid ihr, sagen wir mal, gewinndeckend in dem Bereich, was ihr jetzt tut? Ja, ne? Da seid ihr eine Gewinnzone drin. Wir sind sehr gut profitabel mit dem, was wir machen, ja. Und wie lange habt ihr gebraucht, um da in die Gewinnzone reinzukommen? So ungefähr? Ein paar Monate? Das ist ja je nach Case nochmal unterschiedlich. Chainlink war bei uns innerhalb der ersten 2-3 Monate profitabel und auch die anderen Netzwerke, insbesondere Flow, mit dem starken Token-Preisanstieg. Da kann man nicht meckern bei den Profiten, die wir dort erwirtschaftet haben. Bei Celo ist das Thema der Vergütung etwas bisschen was anderes. Das war für uns eher der Case zu sagen, okay, wir wollen dort als Deutsche Telekom uns engagieren, wir wollen das Investment der Deutschen Telekom sichern, aber auch dort können wir uns mit den Umsätzen, die wir dort machen, kann ich mich auch nicht beklagen. Ich habe Gerüchte im Markt gehört, dass das so gut gelaufen sein soll, dass die T-Systems oder wer auch immer die Gewinne einstreicht, gar nicht weiß, wie man das in der Bilanz unterbringt. Stimmt das? Gewinne unterzubringen, ich glaube, da drin ist jedes Unternehmen gut, aber wir haben damit schon im Konzern durchaus Aufsehen erregt mit den Zahlen, die wir hier geschrieben haben. Und es war auch ein Fakt, der uns sehr, sehr in die Karten gespielt hat, als Blockchain Solution Center dort die Aufmerksamkeit zu haben, dass wir mit solch einem innovativen Thema, für das wir am Anfang ja auch ein bisschen schief angeschaut wurden, so einen Erfolg haben. Das bringt uns jetzt auch die Möglichkeit, andere Themen wie NFTs oder was wir auch schon lange machen, ist das Thema Self-Sovereign Identity, wo Alex der Experte ist, solche Themen wieder weiter voranzubringen. Also ja. Das sind gute Zahlen und wir sind froh auch über die Aufmerksamkeit, die wir damit erregt haben. Ja. Gleich noch ein paar weitere Fragen. Bezüglich der Daten, seid ihr da auch bereit und in der Lage, andere Daten mit anzubieten? Was ich, Fahrpläne, Flugdaten, Wetterdaten oder was auch immer. Habt ihr das auch irgendwie in der Pipeline im Hinterkopf? Und zweite Frage noch zu dem anderen. Ihr habt da so schöne Gewinne gemacht. Habt ihr die Gewinne gemacht, weil ihr die Token erst später verkauft habt? Oder kannst du da was dazu sagen? Darfst du was dazu sagen? Ja, also dann mache ich vielleicht, weil es noch zum Thema passt, erstmal was zu dem Thema der Gewinne. Also ich sag mal so viel dazu. Als Deutsche Telekom hat man gewissere Vorgaben von internen Abteilungen wie Treasury und Ähnliches, dass man sich relativ schnell von seinen Tokens, die man erwirtschaftet hat, wieder trennen muss. Für uns, es ist ganz klar, wir machen damit keinerlei Preisspekulation, sondern für uns ist es tatsächlich, wir stellen Infrastruktur bereit und werden dafür halt nicht in Euros, sondern in einer anderen Art von Asset belohnt. Wir betreiben da keinerlei Market Timing oder Spekulation auf diese Preise. Das ist einerseits nicht unsere Kompetenz und andererseits ist das auch nicht unser Business Case in dem Fall, sondern es geht uns tatsächlich darum, diese Netzwerke mit unserer Infrastruktur zu supporten. Dann komme ich gerne noch auf die andere Frage zurück bezüglich der Daten. Chainlink möchte derzeit größtenteils Preisdaten, weil das sind die Preisdaten, die derzeit vom Ökosystem und von den Protokollen genutzt werden und auch nachgefragt werden. Wir sehen bisher relativ wenig tatsächliche On-Chain-Protokolle, die groß andere Art von Daten benutzen. Es gibt immer mal wieder das Thema Versicherungen als Use Case, sei es jetzt Daten, sei es Flugverspätungen oder Ähnliches. Doch dort ist die Nachfrage nach den Daten noch relativ niedrig. Und wir wurden von Chainlink bisher auch noch nicht angefragt, ob wir solche Daten zur Verfügung stellen. Grundsätzlich stehen wir dazu bereit, denn solche Daten sehr gerne zur Verfügung. Bloß derzeit ist die Nachfrage nach solchen Daten noch sehr limitiert. Ja, das ist schon interessant. Wenn ihr jetzt so einen Erfolg damit habt, stehen denn da nicht, ich sag mal, jetzt die anderen Abteilungen oder diejenigen, die da auf den Gewinn gucken,
also Finanzen, stehen die nicht Schlange und drücken euch euer Geschäft massivst in andere Blockchain-Technologie Staking zu verbreitern? Oder steht ihr da irgendwo auf einer Bremse? Wie ist da das interne Verhalten da in der Unternehmensführung? Also genau, dieses Thema der Aufmerksamkeit hat uns da auf jeden Fall geholfen, um weiter zu skalieren. Dennoch ist die Deutsche Telekom halt ein großes Boot, und ein großes Boot kann man nicht so einfach umlenken. Wir haben Budgets, wir haben Planungen und Ähnliches auch in Bezug auf die Mitarbeiter. An sich, wie du es auch gerade schon gesagt hast, der Business Case funktioniert und wir sind jetzt stark daran, das Thema hochzuskalieren und werden da auch sehr bestärkt vom Management in der T-Systems, aber auch von den Abteilungen in der Deutschen Telekom. Aber wie es, glaube ich, den meisten Leuten im Crypto-Space geht, es wird einfach an Ressourcen. Vielleicht da auch nochmal der Aufruf, wenn ich darf, falls es Leute gibt, die in dem Bereich gerne arbeiten wollen, meldet euch gerne bei uns. Wir sind da sehr, sehr offen und suchen immer nach Talenten in diesem Bereich. Also gerne können wir euch anbieten, dass wir einen Verweis auf eure Stellenausschreibungen, wenn sie denn vorhanden sind, machen von unserer Webseite. Wir sind auf jeden Fall da, die Stellenausschreibungen. Also bei uns ist das Thema tatsächlich Ressourcen, was uns in gewisser Weise limitiert, um hier weiter skalieren zu können. Andererseits nutzen wir auch jetzt die Freiheiten, die wir haben, um andere Themen im Kryptobereich zu erkunden. Das ist jetzt das Thema NFTs beispielsweise oder wie ich auch vorhin schon gesagt habe, etwas, was wir schon länger machen, das Thema Self-Sovereign Identity vom Alex. Hier vielleicht nochmal, nämlich noch eine weitere Frage von mir. Daniel, erzähl nochmal ein bisschen was zu den NFTs. Was macht ihr da? Ihr habt ja da auch, ich glaube, Richtung Preisdaten oder irgendwas, habt ihr da auch was zur Verfügung gestellt? Da war irgendwie vorhin so eine Brücke. Bei dem Thema NFTs, da setzen wir uns eher mit dem Thema Marketplaces auseinander. Also wir sind mit verschiedenen Kunden oder insbesondere auch Franchises im Gespräch, die daran interessiert sind, ich sage jetzt mal, ihr eigenes NBA Top Shots umzusetzen. Also wir beobachten, dass insbesondere Leute aus dem Sport, aus dem Gaming, Content haben, den sie bisher nicht weiter monetarisieren können. Oder man mit NFTs auf jeden Fall die Möglichkeit hat, solchen Content nochmal auf eine andere Art zu monetarisieren. Das hat man sehr gut bei NBA Top Shots gesehen und das hat natürlich Aufmerksamkeit erregt. Und das ist ein Thema, das sich derzeit so gut wie alle großen Franchises anschauen. Und auch wir sind in dem Bereich insofern aktiv, als dass wir anbieten, dort die Marktplatzlösung für NFTs umzusetzen. Erklär nochmal vielleicht NBA Top Shots für die, die nicht wissen, was es ist. Klar, NBA Top Shots, also die amerikanische Basketballliga, hat ihre eigene NFT-Sammel- oder Collectible Serie rausgebracht und man erinnert sich vielleicht noch an Panini-Bilder, die früher auf dem Schulhof getauscht wurden von Fußballern oder Didelblättchen. Und hier geht es jetzt darum, digitale Momente von verschiedenen Spielen zu haben und zu tauschen. Beispielsweise ein berühmter Dunk von Lee Jordan oder bin ich so der Basketball-Typ. Aber diese Momente werden in NFTs abgebildet und so wie man es von den Panini-Bildern kennt, kann man sich dann Packages oder solche Pakete kaufen, wo verschiedene Momente drin sind. Und dann hat man gegebenenfalls Glück, wo dann ein besonderer Moment drin ist, der dann mit Umständen mehrere Tausende oder Zehntausende Euro wert ist. Wenn ihr jetzt diese Verwahrungslösung nutzt bei Finoa, die ja als zweites Unternehmen, glaube ich, in Deutschland nach Coinbase eine Custody-Lizenz bekommen haben, warum müsst ihr denn da den Weg gehen über einen externen Dienstleister? Ihr könntet doch auch eine BaFin-Lizenz als Tochter selbst halten und dann diese Custody-Infrastruktur massiv ausbauen. Weil wird ja normalerweise in HSMs und Key Vaults oder sonst was gehalten und die habt ihr ja in eurer Cloud auch. Ich meine, ich kenne ja die Open Telekom Cloud, ich habe die ja zumindest mit aufgebaut und ein bisschen produktiv geschalten, weil es eine OpenStack-basierte ist.
Und da sind auch HSMs drin, also ihr könntet das locker abbilden, technisch. Ja, das ist ein guter Punkt. Technisch würden wir das bestimmt hinbekommen. Genau, also Finoa nutzen wir derzeit insbesondere, um unsere eigenen Tokens zu halten, beziehungsweise muss man, so der derzeitige Stand, zwei verschiedene Partner haben, einerseits einen Broker und einen Custodian, um als Corporate solche Kryptos traden zu können. Und weil wir unsere ETH einkaufen oder Zelo und Flow verkaufen oder Links, brauchen wir dieses Konstrukt. Es ist nicht so, dass wir die Custody-Lösung von Finoa weiterverkaufen an andere, sondern es ist das Thema, wir brauchen Finoa und das Bankhaus Scheich, um unsere Umsätze in Kryptowährungen zu realisieren. Nichtsdestotrotz gab es immer mal Bestrebungen, als Deutsche Telekom selber solch ein Wallet umzusetzen. Es gibt aber in Deutschland die Krypto-Verwahrlizenz. Das ist eine BaFin-Lizenz, die man erwerben muss, um solche Leistungen für andere anbieten zu können. Und da wir als Deutsche Telekom ja im Kern Infrastrukturbereitsteller sind, haben wir bisher keine Bestrebung, eine solche BaFin-Lizenz zu erwerben. Und ja, und für unsere derzeitigen Anwendungen bräuchten wir auch keine eigene Lizenz. Mhm. Na gut. Ich kenne mich mit diesem Thema auch ein bisschen aus, weil die Firma, für die ich arbeite, eigentlich auch eine Custody-Lösung anbietet, sogar mit Bunkern weltweit oder anbieten wird. Müssen wir schauen. Und ich hatte in dem Blockchain-Meetup, hatte ich auch die juristische Begleitung, die in Deutschland die Coinbase-Verwahrlizenz, was ja die erste war, gemacht hat. Und da haben wir das alles ein bisschen schon mal erläutert. Aber ich könnte es mir durchaus vorstellen, dass die Telekom eben auch eine eigene Banktochter mit BaFin-Lizenz für Verwahrung gründet. Das kann man ja auch international machen, meine DT Mobil und so weiter. Man ist auf allen Märkten in Amerika und RZ-Geschäft beherrscht auch. Also insofern. Also das Thema ist nicht ausgeschlossen. Ich glaube, das wären dann drei Schritte auf einmal, gleich noch solch eine Lizenz zu erwerben. Aber für die Zukunft, aus meiner Sicht, haben wir da auf jeden Fall das Go. Nur müssen wir da auch die internen Abteilungen und auch den insbesondere den Gesellschaftszweck dann hinterfragen, ob das wirklich der Bereich ist, in dem wir als Deutsche Telekom unterwegs sind. Alex, du als Volkswirt, du hast ja bestimmt auch die Idee, vielleicht eine Telekom-Dex zu bauen. Wie sieht das aus? Also ich will da nochmal Richtung Geschäftszweck auch gehen. Also wir haben viele tolle Ideen. Man muss das nur immer mit dem Geschäftszweck der T-System oder vielleicht noch größer der Deutschen Telekom irgendwie in Verbindung bekommen. Ich weiß nicht, also die aktuellen Themen, die der Deutschen Telekom gerade wichtig sind, ist das US-Geschäft, ist M&A, ist die Ausgründung der T-Mobile Niederlande. Gibt halt viel wichtigere, größere Themen, 5G, Glasfaserausbau. Das sind so die Themen, die als Geschäftszweck der Deutschen Telekom quasi, wo sie halt eine Existenzberechtigung haben. Wenn wir dann mit unseren Ideen wie eine Decentralized Exchange oder eine Custody-Lizenz als Branding Deutsche Telekom um die Ecke kommen, wird das natürlich auch erstmal dann gechallenged, okay, wie passt das dann zum Geschäftszweck, zu unserem Auftrag, den wir haben als Deutsche Telekom. Nicht viele wissen, dass der Bund unser größter Anteilseigner ist. Und das ist dann schon noch was anderes. Sehr, sehr spannend hier doch. Also das wäre so eine Möglichkeit, die ich sehe, DEX als auch Crypto Custody. Warum denn nicht eine Deutsche Telekom mit einer deutschen Bank oder mit einem Finanzinstitut in Deutschland gemeinsam sowas aufzubauen? Vielleicht als Joint Venture, sowas gab es halt auch schon in anderen Bereichen. Und sowas könnte ich mir eher vorstellen, als das, was wir jetzt in den Finanzbereich reingehen, abseits von der Infrastruktur. Also Infrastruktur, Haken dran, lohnt sich auch der Blick mal in die Schweiz. Die Swisscom ist sehr, sehr tief bei den gesamten Banken, bei gesamten Finanzinstituten, auch in der technischen Infrastruktur vernetzt. Das ist auf unserer Seite noch nicht so der Fall. Aktuell Stand jetzt, da sehe ich absolut einen Punkt und das ist auch richtig, dass wir da in diese Richtung reingehen. Aber dass wir jetzt eine DEX oder ein Crypto Custody im ganz großen Stile aufbauen, das passt nicht ganz zum Geschäftszweck der Deutschen Telekom. Da sehe ich das eher als Joint Venture oder eine Ausgründung. Davon gibt es aber ja auch gute Beispiele, wie das wieder funktioniert.
Okay, Tor, ich denke, wir sollten mal auf die nächste Seite gehen, oder? Ganz kurz nur. Also DEX, ich weiß nicht, ob da auf der Ralf wirklich nach einer DEX oder nach einer ZEX fragte. Bei einer DEX habt ihr ja was Dezentrales, da wäre es ja sinnvoll als Infrastrukturanbieter, dass ihr quasi bloß die Infrastruktur für die dezentrale Börse anbietet. Und bei einer zentralen Börse, gut, da ist die Antwort klar. Nur mal zum Nachdenken, Alex, musst jetzt nichts sagen. Aber wir haben ja noch eine Frage mit dem Tee-Token. Also jetzt nicht Tee trinken hier und auch nicht Kaffee-Token. Tatsächlich, vielleicht genau, stell mal die Frage. Ihr macht ja jetzt im Kryptobereich was und es wäre jetzt die Idee, dass man da halt Leute, die euch mit unterstützen, eure Dienste, eure Services mit nutzen, keine Ahnung, irgendwie vielleicht ein Kickback oder eine Entlohnung für Mitmachen, für Treuepunkte oder irgendwie sowas. Da könnte ich mir halt so einen Tee-Token vorstellen, für auch Nicht-Trinker. Ja, vielleicht ganz eine Sache vorweg. Ganz langweilig gab es sowas schon mal oder gibt es das eigentlich immer noch? Die Telekom mit ihren 200.000 Mitarbeitern um den Dreh hat auch ein eigenes Social Network und dort haben wir Services wie zum Beispiel so Prognosemärkte. Da werden also die Telekom-Mitarbeiter gefragt für zukünftige Produkte und dort bekommt man tatsächlich auch Coins. Also es ist nicht auf der Blockchain, ne? Also klar, sondern das sind halt dann Loyalty Rewards, ne? Wenn du dann sozusagen dort mitmachst bei solchen Challenges, bei solchen Aufgaben, dann bekommst du Coins, die kannst du dann im T-Shop oder über einen anderen Umfeld in so einem Mitarbeitershop dann umtauschen. Sowas haben wir intern schon, genau, stimmt. Du ziehst wahrscheinlich bei T-Token, denkst du dann eher Richtung Tokenisierung, Governance, Beteiligung, Liquidität reinholen oder in welche Richtung geht es für dich? Ich bin nicht relativ offen. Ich meine, den Begriff T-Token finde ich gut, hatte ich bestimmt auch schon mal drüber nachgedacht vor vielen Jahren, habe es dann verworfen, aber müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren, könnt ihr mal drüber nachdenken. Spannend ist sowas. Jetzt, ich finde immer ganz wichtig, dass man einen Zweck hat. Richtig. Ja, also wenn ich keinen, da könnte ich halt noch von so einer, ich zähle jetzt keine interne, aber wir sind ja auch noch in anderen normalen Projekten beteiligt und dort geht es auch gerade um Tokenisierung. Für mich ist der Zweck immer wichtig, dass das auch wirklich begründbar ist, warum ich jetzt einen Token brauche und warum ich nicht Shares mache über eine AG oder eine GmbH, ganz normale Kapitalgesellschaften. Mhm. Kommt immer auf den Zweck drauf an, meiner Meinung nach. Deswegen, da kennst du dich ja besser raus, weil meine Zeiten bei der Telekom sind auch schon wieder, ich glaube, 20 Jahre her. Gut, gehen wir mal weiter. Waren da noch alle Beamte? Nee, da war ich nicht mehr Beamte, das war schon nach der Wende, aber nach der Wende. Schön. So, was genau? Wir haben ja da schon ein paar Sachen ein bisschen angedeutet gehabt. Der Daniel hat auch ein bisschen was gesagt. Was genau ist denn eure Staking-Lösung und wie funktioniert sie? Genau, also letztendlich sind wir der erste Enterprise-Grade Staking-Provider. Ganz grob Staking, ich erkläre es immer ganz gerne mit dem Thema indirekte Demokratie. Letztendlich ist so ein dezentrales Netzwerk, wenn es kein Proof-of-Work-Netzwerk ist, dann müssen die Leute, die Tokens haben, in gewisser Weise darüber abstimmen, wer die Infrastruktur für dieses Netzwerk bereitstellt. Jedenfalls bei sogenannten Delegated Proof-of-Stake-Netzwerken, in denen wir vorwiegend unterwegs sind. Bedeutet also, jemand, der seine Tokens hat, stimmt mit diesen ab, wer die Infrastruktur für dieses Netzwerk bereitstellt. Das nennen wir dann Voting oder Staking, je nach Netzwerk. Und je nachdem, wie viel Gewicht oder Stimmen ein Validator bekommt, dementsprechend kann er Infrastruktur für das Netzwerk bereitstellen. Also meistens geht es da um das Thema Validierung von Transaktionen. Und damit haben die Leute, die Token halten, ein Mitspracherecht, wer eigentlich das Netzwerk betreibt, das sie ja nutzen für ihre entsprechenden Services. Das erstmal so ganz grob und laienhaft erklärt, was ist Staking, was ist Delegated Proof of Stake. Und wir als T-Systems, MMS, betreiben nun solche Validatoren und stehen damit zur Wahl, um von Tokenholdern gewählt zu werden. Und das Schöne ist, und insbesondere auch der Anreiz für die Tokenholder ist, wenn man seine Tokens abstimmt, also staked zu einem Validator, damit an diesem Art von Governance
teilnimmt, bekommt man einen Anteil an den neu erschaffenen Tokens, also von der Inflation des Netzwerkes. Und das ist dann eine Art von Rendite, die Leute zusätzlich zu gewissen Preisveränderungen auf ihre Krypto-Invests bekommen können. Und zusätzlich hat das Mitspracherecht, wer die Infrastruktur bereitstellen kann. Und damit kommt das Thema IT-Service und Financial Service sehr stark zusammen. Denn wir arbeiten mit großen VCs wie Andreessen Horowitz oder Foundations von verschiedenen Netzwerken wie Dapper Labs zusammen und sind derzeit auch in Gesprächen mit verschiedenen Custodians und Exchanges. Diesen Kunden bieten wir letztendlich eine Rendite auf ihr Investment an, obwohl wir nur eine Infrastruktur bereitstellen, eine IT-Lösung bereitstellen. Und genau das ist unsere Kernkompetenz, die wir in diesem Bereich ausspielen, also den sicheren Betrieb von Validatoren. Denn Leute delegieren Tokens nur zu dir, wenn sie deiner Infrastruktur vertrauen können, dass du diese Infrastruktur zuverlässig und performant betreibst. Denn wenn der Validator sich schlecht verhält oder keine ausreichende Uptime hat, also gewissen Anforderungen des Netzwerkes nicht nachkommen kann, dann bekommt er entweder weniger Rewards, also nicht nur der Validator, sondern auch diejenigen, die zu ihm delegieren. Oder es kann sogar zum sogenannten Slashing kommen. Das heißt, das Investment von den Tokenholdern wird zerstört. Und deswegen ist es ganz wichtig, hier eine entsprechende Infrastruktur am Laufen zu haben und ein Vertrauen gegenüber seinen Kunden kommunizieren zu können. Wird die jetzt vorhandene oder eure Staking-Lösungen in Richtung DeFi, DeFi-Unterstützung, DeFi-Produkte ausgebaut oder ist das selbst schon Bestandteil von DeFi-Plattformen? Wie würdest du das bezeichnen oder einschätzen? Ja, da kommt es jetzt ganz darauf an, wie man DeFi definiert. Letztendlich stellen wir ja oder wird Leuten, die ihre Tokens staken, eine Art von Rendite ausgeschüttet in Form von den neuen Tokens. Ob das jetzt schon zu DeFi gehört, das kann jeder für sich selber entscheiden, weil es an sich ja kein Finanzprodukt ist, sondern eine Governance-Entscheidung bezüglich Infrastruktur. Nichtsdestotrotz verschmilzt DeFi mit Staking immer mehr, insbesondere wenn man sich das ganze Thema Liquid Staking über Lido beispielsweise anschaut. Dort kann man jetzt seine ETH staken und bekommt dafür dann Staked ETH, die man wieder für gewisse DeFi-Protokolle benutzen kann. Also da sieht man einen starken Trend dahin, dass DeFi und Staking immer weiter zusammenkommen. Und mit solchen Themen setzen wir uns auch sehr stark auseinander, insbesondere Thema Liquid Staking, weil das für uns einer der nächsten Schritte sein wird und muss in der Lage zu sein, mit solchen DAOs zusammenzuarbeiten. Du hast gesagt Partner, Stichwort, haben wir auch hier eine Frage. Welche Partner habt ihr bisher gewinnen können, mit denen ihr zusammenarbeitet oder habt ihr noch ein paar in anderen Bereichen, mit denen ihr gerne zusammenarbeiten möchtet und warum? Ja, also ich denke, der, sag ich jetzt mal, renommierteste Partner, den wir haben, ist Andreessen Horowitz, einer der größten IT-VCs aus Amerika. Die delegieren ihre Zelo oder einen Teil ihres Zelo-Investments zu unserem Validator und vertrauen damit unserer Infrastruktur mit ihrem Investment. Wir arbeiten aber auch intern mit dem Venture Capital Arm der Deutschen Telekom zusammen, die ja auch in Zelo investiert haben. Auch die delegieren ihre Zelo-Tokens zu uns. Wir arbeiten mit Dapper Labs zusammen beim Thema Flow. Und ja, wer sind spannende Partner für uns? Das sind insbesondere die Foundations, also Foundations von den großen Netzwerken. Die haben natürlich sehr viele Tokens und sind auch daran interessiert, dass wir Infrastruktur für diese Netzwerke bereitstellen. Einerseits aus dem Dezentralisierungsgedanken. Ich meinte das schon am Anfang. Wir bringen eine neue Cloud,
Lösung zu den verschiedenen Netzwerken, was ja eine größere Dezentralisierung und damit auch Performance den Netzwerken gibt. Und andererseits ist es für die Foundations auch sehr interessant, die Marke Deutsche Telekom mit ihren Netzwerken oder ihren Protokollen zu verbinden. Also einerseits sind es die Foundations, andererseits arbeiten wir auch sehr gerne mit anderen Venture Capitals oder Großinvestoren zusammen. Und das Thema Custody und Exchange ist ein Thema, was bei uns jetzt ja auch deutlich Fahrt aufnehmen wird. Aber auch das ist von der Regulatorik und von den Verträgen eine Herausforderung, sowas entsprechend abzubilden. Dazu neben Partnern sind Partner auch oder Teile der Partnerkunden Teil 1 der Frage, Teil 2. Gibt es auch die Möglichkeit, als Privatmann sozusagen seine Stakes oder seine Anteile, also Token, an euch zu überweisen, dass ihr Staking as a Service an Privatkunden anbietet? Ist das geplant? Dann antworte ich erstmal auf die zweite Frage. Offiziell machen wir diesen Service nicht für Retail derzeit. Wir sind derzeit sehr daran interessiert, das umzusetzen und arbeiten da auch intern daran, hier weiter voranzukommen. Das ist regulatorisch sehr schwierig, weil das Verbraucherrecht sehr, sehr scharf ist in diesem Bereich. Und wie ich am Anfang schon meinte, hier nicht genau dann die Abgrenzung zwischen IT und Finanzservice gemacht werden kann. Also die Schnittmenge ist doch recht groß und da muss man sich aus unserer Sicht dann auch sehr, sehr klar sein, sowas umzusetzen. Ich kann jetzt mal inoffiziell sagen, dass man über die Block Explorer meistens schon die Node-Adressen von jedem Validator rausfinden kann, für den man sich interessiert. Und möchtest du nochmal die erste Frage wiederholen, Ralf? Sind die Partner auch Kunden, also Geschäftskunden, oder sind das nur Partner? Ja, also das ist die Frage, wie wollen wir Partner bzw. Kunden definieren? Letztendlich sind es in gewisser Weise unsere Kunden, denn sie delegieren ja Tokens zu uns und wir bringen damit einen Service, weil wir lassen diese Infrastruktur laufen. Andererseits bringt das ja auch einen Mehrwert für denjenigen, der zu uns delegiert. Also wir sichern ja deren Investment. Also ja, wir sind hier immer sehr partnerschaftlich und auf Augenhöhe unterwegs. Das ist generell im Krypto-Bereich auch so üblich, hier sehr eher als Partner zu interagieren als direkte Kunden. Und die Schnittmenge zwischen bestehenden Geschäftskunden und Leuten, die interessanten Tokens halten, ist auch sehr gering. Also es ist jetzt nicht so, dass wir bisher aus der Kundenmenge, die wir als T-Systems oder als Deutsche Telekom haben, hier Leute zu diesem Service cross-sellen können. Ihr bringt ja jetzt eine Dienstleistung und für eine Dienstleistung muss man ja auch ein bisschen was verlangen. Wie schaut denn das bei euch mit den Gebühren aus? Und gleich die nächste Doppelfrage hinterher, welche Blockchain nutzt ihr hauptsächlich? Und wie geht ihr da, wenn ihr wahrscheinlich Ethereum ziemlich stark auch nutzt, mit den hohen Transaktionsgebühren um? Ja, also erstmal zu den Gebühren, die wir sozusagen chargen, beziehungsweise was eigentlich unser Business Case ist. Bei Celo ist die Vergütung zwischen dem Validator und demjenigen, der die Tokens delegiert, unabhängig voneinander. Also hier ziehen wir uns keinerlei Gebühr, sondern wir werden vom Netzwerk separat in Stablecoins bezahlt dafür, dass wir diesen Dienst für das Netzwerk erbringen und der Delegator bekommt seine 5-6% auf seine Tokens in Celo Tokens separat davon. Bei Flow ist es so, dass wir 8% uns davon ziehen, also von der Rendite, die wir dem Delegator ermöglichen. Also sei es der Delegator bekommt 100 Tokens im Jahr, dann ziehen wir uns davon 8. Aber diese 8% sind von der Flow-Blockchain eingestellt. Das ist nichts etwas, was wir ändern können. Das ist nichts, was wir uns hätten aussuchen können. Also bisher nehmen wir die Parameter des Netzwerkes und können hier nicht viel daran ändern. In den zukünftigen Netzwerken wie Polkadot und Solana oder auch ETH werden wir uns ja kompetitive Gebühren im Vergleich zu unseren Mitbewerbern, da werden wir uns ja, Wettbewerb
wettbewerblich aufstellen. Also es ist nicht so, dass wir deutlich teurer sind als ein Chorus One oder Staking Facilities, die ja auch hier aus Europa kommen. Ja, da nehmen wir uns nicht viel. Welche Blockchains wir jetzt supporten, das hatte ich gerade schon gesagt, also es ist insbesondere Celo und Flow, wo auch das Thema Staking aktiv und live ist. Bei Chainlink sieht man bisher, oder ist bisher noch kein Staking möglich. Mit Chainlink 2.0 ist das angedacht, aber die Timeline dazu ist noch sehr vage. Und genau, ansonsten stehen für uns jetzt die großen Proof-of-Stake-Netzwerke auf der Roadmap. Dann nochmal zu dem Thema hohe Staking-Transaktionen, insbesondere auf ETH. Also letztes Jahr, Juli, August, als der DeFi-Summer so richtig losgelegt hat und alle in die verschiedenen Protokolle rein wollten, da waren wir auch ziemlich neu im Space und das hat uns dann doch schon ganz schön durcheinander gebracht, dass da die Transaktionsgebühren sehr geschwankt haben. Und da war auch der Chainlink Smart Contract auf solche starken Transaktionsgebühren, insbesondere den Schwankungen, nicht ausgelegt. Die haben sich mittlerweile sehr stark verbessert, dass auch der Reward, den wir bekommen, abhängig ist von den Transaktionsgebühren, die wir entsprechend zahlen. Denn Chainlink hat natürlich einen Anreiz, dass das für uns gewinnbringend ist, denn ansonsten stellen wir unseren Service ein oder stellen alle Datenbereitsteller ihren Service ein. Also da hat man eine sehr gute Position als Infrastrukturbereitsteller auf den verschiedenen Netzwerken. Dennoch hatten wir Tage, an denen wir schon dreistellige ETH-Beträge an Transaktionsgebühren verbrannt haben an Hochzeiten. Ja. Ja. Da kommen jetzt so ein paar bilanztechnische Fragen. Wie habt ihr das Staking, also bilanztechnisch, im Unternehmen abgebildet, sofern ihr darüber sprechen oder du darüber sprechen darfst? Ja. Und es ist ja so, dass doch hin und wieder durchaus bestimmt massive Werte bewegt werden. Genau, also ich hatte da am Anfang schon mal drüber gesprochen, dass war für uns eine große Herausforderung, das entsprechend umzusetzen. Und wir haben dort im Konzern eine Lösung gefunden, dank den ganzen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus den verschiedenen Abteilungen, wie den Steuerabteilungen, den Rechtsabteilungen, Compliance. Also das war ein Zusammenspiel, nicht nur innerhalb bei uns in der MMS, sondern im ganzen Konzern, um das überhaupt umsetzen zu können. Und letztendlich haben wir da eine Lösung gefunden, insbesondere das über die Aufwände und die Kosten abzubilden und da gar nicht so viel über die eigentliche Bilanz zu machen. Und bezüglich der Summen, klar, wir haben, das ist für uns das Haupteinnahmemittel in dieser Abteilung. Dementsprechend müssen davon einige Mitarbeiter bezahlt werden und es sind gewisse Summen, die wir dort bewegen. Aber die Liquidität, insbesondere bei den Tokens, die wir hier nutzen, also Chainlink, Flow und Celo, da sind die Märkte ziemlich tief. Also es besteht eine hohe Art von Liquidität. Deswegen sehen wir da jetzt kein Problem oder hatten bisher keine Probleme, unsere Tokens entsprechend zu kaufen oder zu verkaufen. Welche Rolle wird Helium bei euch spielen? Helium ist ja, für alle, die das nicht wissen, ein Netzwerk, wo über eine Netzwerktechnologie LoRaWAN, was so für Wide-Area-Netzwerke und für Maschinennetzwerke, IoT-Netzwerke, kleine Messages gesendet werden sollen, dass das über freie Krypto-Provider, also private Router, die gleichzeitig als Validatoren dienen, abgebildet wird und dass man darüber auch gleichzeitig Staking validieren kann. Und dadurch, dass ihr ja als Telekom Geschäftszweck Netzwerke im Internet anbietet, auch IoT-Anwendungen, ist der Bezug oder lege aus meiner Sicht der Bezug nahe, so etwas mit anzubieten und zu integrieren in eure Service. Gibt es da Planungen? Also das Thema Helium ist aus den von dir eben genannten Gründen durchaus ein Thema, was wir uns schon angeschaut haben. Für uns aus Staking, aus der Staking-Abteilung liegt der Fokus derzeit stark auf dem großen Proof-of-Stake-Netzwerk und weniger auf einem weiteren, doch recht
Nischenprotokoll oder Netzwerk wie Helium. Aber ich sehe klar die Gründe und die Möglichkeiten, die wir mit einem Helium-Netzwerk haben. Und ja, aus unserer Sicht derzeit wäre das ein Thema, was dann auch weiter oben im Konzern liegen müsste, weil es da ja dann nicht nur darum geht, wir machen dort einfach Staking, sondern das müsste ja im Konzern auch weitergehend integriert werden. Okay. Weiter oben im Konzern, wie schaut es denn aus mit dem Vorstand von der Deutschen Telekom? Ist der relativ gut gegenüber Krypto eingestellt oder dank eurer Umsätze jetzt positiver als er vorher war? Oder? Also wir haben insbesondere Kontakte in die Strategieabteilung der Deutschen Telekom, die dann entsprechend dem Vorstand zuarbeitet. Und dort gibt es auf jeden Fall Leute, die dem Thema Kryptowährung sehr offen stehen und uns auch da sehr supporten, die auch damals das Investment in Zelo sehr vorangetrieben haben. Also wir haben da Befürworter oben, sage ich jetzt mal, weiter oben im Konzern. Und vielleicht, Alex, möchtest du noch mal kurz was zu dem Thema SSI sagen, weil das ist ein Thema, wo ich das Gefühl habe, dass das deutlich mehr derzeit beim Vorstand eine Rolle spielt, aufgrund den derzeitigen Bestrebungen der Bundesregierung, ja. Was in gewisser Weise auch Krypto ist. Ja, also wir massieren an unterschiedlichen Punkten, wenn ich das mal so sagen darf. Und das Thema SSI oder generell dann halt auch Blockchain, weil ein Distributed Registry für SSI als Public Key-Infrastruktur genutzt wird, ist dahingehend auch nochmal auf der Agenda gelaufen oder gekommen, weil ja im Dezember letzten Jahres Bundeskanzleramt die Initiative Europäisches Ökosystem digitaler Identitäten gegründet hat und dort neben unserem Vorstand, also Deutsche Telekom-Vorstand Tim Höttges, auch die Vorstände der anderen deutschen Großunternehmen dabei waren, quasi die ganze Deutschland AG und Angela Merkel, und die sich jetzt bisher jetzt auch schon bis in September rein dreimal getroffen haben und das Thema wirklich auch auf der ganz großen Agenda steht. Und der sich dann also auch, namentlich Tim, sich dann natürlich auch briefen lässt dazu, nicht nur was das Thema SSI betrifft, sondern halt auch das Thema Blockchain-Infrastruktur, da sind wir nämlich dann wieder. Man muss ja auch dieses Distributed Registry auch betreiben und maintainen, und das kann natürlich, ist natürlich der Rolle, die da sehen wir uns dann wieder. Und daher ist es, würde ich sagen, von Anfang an das Thema Blockchain auch in unseren bei unseren Vorständen mit dabei. Die Aufmerksamkeit ist da. Zum Beispiel der T-Systems-Vorstand lässt sich da von uns alle 2-3 Monate briefen, wirklich in einem 1-2-Stunden-Termin, den wir mit ihm haben, wo wir ihn up-to-date halten, Status geben. Er da aber auch wirklich sehr guten Input auch hat. Das merkt man auch, dass er sich da auch sehr, sehr tief auch eingearbeitet hat in das Thema. Unsere Manager in der T-Systems Multimedia Solution, die sind da sowieso top drauf. Also das muss man gar nicht anders sagen. Da der Frank Schönefeld zum Beispiel, der ist da wirklich immer dabei, was das Neueste betrifft. Also der kennt sich ja sehr, sehr gut aus. Von daher, da sind wir laufen wir offene Türen ein. Und das ist halt auch gut so. Na klar, anders als zum Beispiel, wenn mich jetzt zurückerinnere, 2017, okay, da hat man das ja schon fast gesehen, dass sowas kommt. Gut, da sind dann die anderen Anbieter wie eine Microsoft, wie eine IBM, schneller, größer gestartet, haben ganz anders gedreht, aber ihre Märkte sind halt auch nicht die Märkte, die wir bedienen. Wir bedienen hauptsächlich im B2B-Umfeld den Dachmarkt, T-Mobile US natürlich absolut dort im Telco-Umfeld nur aktiv. Von daher ist das auch alles schon richtig so. Nee. Also Aufmerksamkeit ist da und sie wissen auch mit dem Wort Blockchain auch was anzufangen. Okay, ich denke, Tor, wir können dann mal zur nächsten Fragenseite kommen. Unsere üblichen Abspannfragen. Kannst du gleich als erstes antworten, Ebeling, als Alexander? Ja. Als Volkswirt wird es in 10 Jahren noch Banken geben? Ja. Okay, aktuell, was machen die dann? Ich habe aktuell auch ein Mandat bei einer Bank und ich berate sie natürlich auch gerade. Und definitiv wird es die noch geben.
Es kommt immer darauf an, wie eine Banken, also wir hier in Deutschland haben ja Universalbanken, ganz anders als die Amerikaner, die ja dort dann dieses Bankensystem dann noch schon getrennt haben. Ich glaube, es wird immer noch Banken geben, um die sich, wir schreien ja oder man redet, man zeigt immer gerne mit dem Finger, Fingerpointing, ne? Zeigt immer gerne mit den Fingern auf die klassische Industrie, auf die Schwergewichte, auf die Tanker, die sich nicht bewegen. Ich finde aber insbesondere wie in Deutschland, wenn ich mal gucke, was eine DK-Bank macht, was eine Commerzbank macht, was eine Börse Stuttgart macht, jetzt nicht erst im Kryptobereich, zum Beispiel Börse Stuttgart war schon immer sehr, sehr aktiv mit neuen Finanzprodukten. Ich glaube, wir wissen uns zu bewegen und wissen, unsere Geschäftsmodelle anzupassen. Und das betrifft auch unsere Banken. Vielleicht nicht in dem Maße, wie sie es jetzt schon noch gibt oder so, also mit ihren großen Towern und sitzen sie da oben in ihren Elfenbeintürmen. Vielleicht einfach anders, also weil sie auch disruptiert werden. Aber das anders muss ja nicht schlimm oder muss ja nicht schlecht sein, sondern die werden da eine andere Rolle einnehmen. Ich hatte, glaube ich, schon vor 3 Jahren im Spiegel oder Wirtschaftswoche in einem Artikel so eine Werbung aufgeschlagen von, das war, glaube ich, UBS oder, nee, die HSBC, die ihre Rolle im Blockchain-Umfeld als, ja, Custody, als auch Infrastruktur, ne, gesehen hat. Derjenige, wir geben ja Trust schon seit 150 Jahren, so gefühlt, also geben wir auch Trust in die neue Welt rein. Interessante Ansicht, weil Trust brauchen wir auch im Nachhinein dann schon auch leider dann doch wieder im Blockchain-Umfeld in ganz unterschiedlichen Bereichen. Aber von daher, ja, die Banken wird es geben, die werden ihr auch ihr klassisches Geschäftsmodell haben. Und das, was wir jetzt sehen mit DeFi, das ist, wo sind wir gerade bei 100 Milliarden an Total Value Locked? Ist es so um den Dreh? Ich glaube, auf Ethereum. Ich habe jetzt keinen direkt normierten Vergleich, aber sowas dreht eine große Investmentbank wahrscheinlich in einer Woche. Ach, wahrscheinlich sogar noch weniger. Also die haben noch ganz andere Dinge, die sie natürlich da drehen. Ich hoffe, dass die einen Bestandteil dieser Technologie in Zukunft werden. Naja, okay, ich denke auch. Was sagt denn Daniel dazu? Ja. Ja, also ich bin auch auf deiner Seite, Alex. Die Banken wird's noch weiter geben. Und wir haben ja in den letzten Jahren auch eine sehr starke Innovationskraft aus meiner Sicht im Bereich vom Banking erfahren. Zwar nicht von den großen Banken, sondern von den Neobanken, die aber ja im Hintergrund die großen Banken und deren Infrastruktur nutzen. Also ein Trade Republic arbeitet halt mit BlackRock zusammen oder ähnliche Geschichten. Also das ist, ich glaube, so eine ähnliche Entwicklung wird man in Zukunft sehen, dass die Großbanken mehr in den Hintergrund geraten, tatsächlich ihre Infrastruktur bereitstellen für die Neobanken, die dann auch kompetitive Angebote haben zum Thema Krypto. Ich glaube da auch eher an eine Koexistenz in Zukunft, denn ja, ich belasse es einfach dabei. Also ich habe da eine andere Meinung, was die Banken, ja, die wird es in 10 Jahren noch geben, aber damit meine ich mehr die Parkbank bei mir vorm Haus, aber schauen wir mal. Wir können uns in 10 Jahren ja mal widersprechen. Sehr gerne. Was kommt eurer Meinung nach dem DeFi und NFT-Hype noch Neues? Oh, vielleicht ganz klar, da habe ich letztens mir auch noch schon mal Gedanken gemacht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Identity kommen wird. Reputation, Identity irgendwie gemischt, weil wir sehen es jetzt schon, dass ich glaube, es ist gestern erst gewesen. Ich wollte irgendwie einen Swap machen und da muss ich signieren, dass ich die AGBs gelesen habe. Die versuchen alle jetzt auch in Richtung Identity zu gehen. ENS, ne, haben wir ja auch gesehen. Also ich glaube, dass das Thema Identity, Reputation, das Thema auch, oder ich nur Overcollateralizing machen kann, dass sowas als nächstes wichtiges Thema oder als nächstes großes Thema, großes Brett, was man zu bohren hat, im Umfeld Blockchain kommt und sowas wie lokale Sachen, also sowas wie so ein Citizen Coin, da habe ich auch so das Gefühl, dass da nochmal mehr passiert als, da habe ich jetzt noch nicht keinen Blick für, aber so mein Bauchgefühl sagt, das ist noch, da ist sehr viel Potenzial. Also Identity, Reputation und sowas wie so lokale, regionale Sachen, sowas wie City Coin, ja. Naja gut, bei Identity, also das ist mehr so ein Anwendungsfall, wo die Blockchain auch als Anchoring-Strategie, Technologie genutzt werden kann.
Zumindest sehen wir das ja in Deutschland. Ich arbeite ja auch in dem ID Ideal, einem anderen Konsortium, wo ihr seid. Ihr seid in ID Union drin als Deutsche Telekom. Ja, das sehe ich auch. Aber mit Krypto hat das erstmal zurzeit noch nicht so viel zu tun. Und was die Citycoins betrifft, Miami, New York, ich hoffe, dass wir vielleicht in Mitweida in der Blockchain-Schaufensterregion des BNWF demnächst da auch so etwas genannt, Showportaler 2.0 als lokale Währung, vielleicht so eine Art Kleinstadt-Citycoin mal ans Laufen kriegen. Schauen wir mal, was da so passiert. Jetzt die letzte Frage, die hat der Tor. Wer oder was war Nicolas von Saberhagen oder wo steckt er? Wer will anfangen von euch, Daniel oder Alex? Ich meine, ich habe mir einen anderen Podcast von euch davon mal angehört. Früher habt ihr nach Satoshi Nakamoto gefragt und ich glaube, das Gleiche gilt hier auch zu dieser Person. Vielleicht findet von euch einer mal irgendwo einen Namensschild, aber ansonsten wird diese Person erstmal unbekannt bleiben. Ich glaube, es ist ein Kollektiv, ähnliches wie das, was ich bei Satoshi Nakamoto denke. Ich denke, da verstecken sich mehrere Personen hinter. Aber welche Personen? Ja, ich sage ja immer Hal Finney, aber also der überall mit seine Finger mit dem Spiel hätte. Und mal sehen, wenn er wieder auftaut, dann wird er vielleicht uns das erzählen. Aber auf jeden Fall ist das nicht eine Person, sondern das sind mehrere, die da was geschrieben haben. Lassen wir uns überraschen, wenn wir den gefunden haben. Wir werden sehen. Ich bin es nicht, übrigens, falls die Frage das rausbringen sollte. Ja, schauen wir mal. Also zumindest den Satoshi Nakamoto haben wir ja auch lokalisieren können, wobei wir jetzt mit dem Foto noch ein bisschen verhalten sind. Aber wir wissen zumindest, wo er ab und zu mal seine Briefe abholt. Gefühlt hatten Daniel und ich auch eine Begegnung in Dubai zuletzt, wo wir auch kurz dachten, ob das Satoshi ist. War es dann aber doch nicht, es war nur ein Trump-Befürworter. Okay. Interessant. Naja, gut. Dann recht, recht vielen Dank heute für die interessanten Einblicke, wie man aus Sicht eines deutschen traditionellen Großunternehmens Infrastruktur auch in einem neuen Crypto-Space bereitstellt. Und ich kann mir vorstellen, dass da in der nächsten Zeit noch viel Interessantes kommen wird. Eventuell können wir dann mal in absehbarer Zeit, 12 bis 18 Monaten, eine zweite Folge machen, um dann mal zu schauen, was sich da so alles entwickelt hat. In dem Sinne, recht vielen Dank euch und ja, bis zum nächsten Mal. Auch unseren Zuschauern und Zuhörern. Also, tschüss, macht's gut. Tschüss. Ciao, vielen Dank. Und kommt in unseren Telegram-Kanal. Also, bis zum nächsten Mal.